Hallo da draußen. Ich wollte mal wieder ein Update zu meinem Training geben. Ich war die letzten 3 Wochen krank, konnte nicht so trainieren, wie ich wollte, hatte 2 Wochen komplett Pause machen müssen und bin seit dieser Woche wieder langsam eingestiegen. Jetzt heute versuche ich mich mal wieder an einer längeren Runde nach Gefühl, gemütlich, Pace, Puls nicht zu hoch, über einen Dribblingpfad hier bei mir in der Gegend. Genau, 4 Wochen habe ich noch bis zum Braveheart Battle. Ich denke, das kriegen wir hin. Starten tue ich mit oder ohne Training, ist mir egal. Bei mir geht es nicht um die vorderen Plätze, sondern einfach um den Spaß an der Sache und eine geile Zeit zu haben am Racetag. Also, los geht's. So, jetzt geht's gleich auf den Dribblingpfad. 6 Kilometer gelaufen. Warm bin ich. Da war er mal. Oh fuck. Der Pfad ist weg. Hier muss ich durch. Scheiße. Boah. Neben einer guten Grundlagenausdauer spielt beim OCR auf jeden Fall auch die Kraft eine wichtige Rolle. Gerade Pull-Ups sind wichtig, Burpees, Liegestütz. Das hilft auf jeden Fall, die Hindernisse zu überwältigen oder zu bewältigen. Genau, deshalb ist es, finde ich, immer richtig gut, auf dem Trimmlichtpfad aus dem Laufrhythmus rauszukommen und dann auch Kräftigungsübungen da einzubauen und das Ganze in der frischen Luft. Richtig geil. Weiter geht's zur nächsten Station. Gleich nochmal ein paar Pullübungen dazu. Und weiter geht's. Okay, es fängt spontan an zu graupeln. Geil, genau das richtige Wetter, oder? So kann es ja auch am Braveheart Battle sein. Gefällt mir. Die Pause muss natürlich auch mal Zeit sein. Zum Landschaftsfenster. Bei dem Hindernislauf sind eigentlich Hangelhindernisse dabei, deshalb sehr wichtig, dass sie eigentlich ganz gut laufen, kann man die Beine entspannen währenddessen. An sowas wie hier mit Holzgriffen, kein Problem, hat man genug Griff. Wenn es nach einem Wasserhindernis kommt mit Metallstangen, ist es manchmal schwierig, rutscht man einfach ab. Aber wichtig zu trainieren. Weiter geht's.
ist ein etwas Hindernis der besonderen Art. Ja, richtig was los heute hier im Wald. So, ich habe gut 14 Kilometer in den Beinen. Jetzt wartet noch der Endgegner auf mich. Mein persönlicher Killhill. Schauen wir mal, ob wir hochkommen und wie schnell. Und go! Fuck, ist der steil. So eine Minute 20, Minute 25. Dann wäre ich durch für heute. Wünsche euch noch was. Haut rein, geht raus, habt Spaß und ciao. Stimmt, habe ich fast vergessen. Das mit dem YouTuber muss ich noch üben. Wer bis hier geguckt hat, vielen Dank dafür. Würde mich über ein Abo freuen. Drückt auf die Glocke und genau, würde mich freuen. Dankeschön. Jetzt aber. Ciao.